Fangen wir immer mit der Meditation an und dann haben wir ja unsere Lehrrinnenaustausch. Zur Einstimmung. Um zur Ruhe zu kommen. Erlauben wir unserem Geist Aufmerksamkeit ganz auf das körperliche Phänomen Atem zu richten. Geben uns selbst die Erlaubnis, alle weltlichen Pflichten und Sorgen einmal beiseite zu legen. Der einzelne Atemzug ist eine Möglichkeit, uns darauf zu besinnen, was wir mit unserer Zeit, mit unserem Leben machen möchten, zu kultivieren, heilsamer Zustände. Freimachen von nicht heilsamen Zuständen. Jeder Moment, in dem unsere Aufmerksamkeit im Atem und im Körper verweilt, entscheiden wir uns dafür, Heilsames zu kultivieren, nicht Heilsames fallen zu lassen.
Jeder achtsam erlebte Atemzug uns die Möglichkeit, frei zu sein, einer Gier nach mehr, mehr Glück, mehr Stabilität, was auch immer, indem wir uns auf den gegenwärtigen Moment besinnen. Können wir zufrieden sein? Können die Geschichten, in die wir uns normalerweise in der Welt verstricken, uns abgleiten lassen, den Geschichten alle Ablehnung und Negativität, die sich sonst immer wieder aufbauen kann. Einen Moment der Atemachtsamkeit gibt es eigentlich nicht viel abzulehnen, viel zu begehren, der Klarheit des achtsamen Betrachtens. Steckt die Anlage von Kusala, nicht Gier, nicht Ablehnung und nicht Verblendung.
jeder Atemzug also immer wieder eine Möglichkeit, den Geist heilsam weiterzuentwickeln. Niemand von uns weiß, wie viele dieser Möglichkeiten wir noch haben werden. Einem Körper, der gesund genug, kräftig genug ist, mit einem Geist, der klar genug, kräftig genug ist, bewusst heilsam ist, zu kultivieren. Alter, Krankheit und Tod setzen unserer Praxis auf jeden Fall ein Limit, eine zeitliche Dringlichkeit, die an jetzt in dieser Meditation können wir versuchen, einen Punkt der Balance zu finden zwischen einer Nachlässigkeit davon kommt, dass wir denken, noch so viel Zeit, noch so viel Atemzüge, so viele Möglichkeiten, Heilsames zu kultivieren. Eine Unruhe, die von einer Überforderung, einem Druck kommt, zwischen diesen beiden unheilsamen Zuständen. Versucht einmal eine intensive und doch entspannte Fokussierung auf den Atem und eure heilsame Einstellung, neutral beobachtende Einstellung dem Atem gegenüber zu finden.
Jeder Atemzug bietet uns natürlich auch die Möglichkeit zu sehen, wie unser Erleben in Wirklichkeit ist. Prozess der ständigen Veränderung des Anderswerdens im geistigen und körperlichen. Ist nichts anderes als genau hinsehen auf uns wirken lassen, dass der Atem als physischer Prozess alle geistigen Prozesse, die mit ihm einhergehen, immer wieder dem Wandel, der Auflösung unterworfen sind. Wer von uns kann schon wissen, wann und wie oft es uns noch möglich sein wird, diese Veränderung zu beobachten. Die Wirklichkeit von Anicca so auf uns wirken zu lassen, dass wieder ein Heranziehen und Festhalten noch ein Wegstoßen, Loswerden überhaupt Sinn macht. Sehen der Unbeständigkeit. Eine wirklichkeitsgemäße, heilsame Einstellung zur Vollkommenheit gebracht. Einfach dadurch, dass wir Veränderungen beobachten.
schon mal fürs Mitmeditieren und wir sehen uns vielleicht in 5 Minuten wieder zur Lehrredenbesprechung oder morgen früh noch ein letztes Mal für die Morgenmeditation oder nächsten Dienstag oder dann auch ab Mittwoch. Ich hoffe, alle haben es mitgekriegt. Machen wir ein paar Praxistage, Mittwoch bis Sonntag. Wer da noch die Details braucht, kann sich gerne melden oder nachher nochmal sich dazuschalten. Dann bis gleich hoffentlich und sonst bis zum nächsten Mal.